Genau, so Zukunft. Wie im letzten Video erklärt, war das viel zu lang und deswegen bauen wir jetzt die Sachen ein. Aber ohne viel Quatschen starten wir jetzt. Also erstmal mache ich hier den Empfänger raus. Der hätte eh auf eine neue Position kommen müssen. MFC raus, die ganzen Kabel lösen, Rüttelmotor raus, meine selbstbauende Halterung raus, die ganzen LED-Kabel erstmal wegziehen, erstmal weg zur Seite. Ich hoffe, dass das Kraftwerkmodul vielleicht hier in den Kasten passt. Den müssen wir eh auseinandernehmen, weil die Steuern halt muss dann auch raus. Wäre cool, wenn die hier reinpasst, dann können wir nämlich die ganzen Lichtding. Ne, jetzt haben wir hier nämlich Platz und hier ist nichts drin. Oder sonst kann er Soundmodule reinwandern. Das der Fahrregler. Weil der Fahrregler könnte da auch reinpassen. Ich muss mal nachlesen. Ich zerlege jetzt den Kasten, guck mal, ob der Fahrregler hier reinpasst. Die Kabel gehen ja noch weg, seitwärts. Ich muss mal die Abmessung von der Kraftwerkplatine gucken, ob die hier reinpasst. Wenn nicht, dann baue ich den Fahrregler da einfach ein. Das ist doch eine coole Idee. Ja, und dann müssen wir auch wieder die Platte hier abmachen, glaube ich, um dann an den Motor ranzukommen. Und ja, das wird wieder, ich weiß noch, wir Fahrerhaus abnehmen müssen. Wir müssen so Fahrerhaus und so eigentlich abnehmen, um die LEDs wieder alle rauszukriegen. Aber jetzt im Moment geht es darum, dass ich den Motor tausche und den Fahrregler tausche. Und die LEDs baue ich dann aus, wenn ich dann so dran bin mit den Kraftwerksystem. Ja, aber ist schon faszinierend, wie klein das alles geworden ist. Ich meine, wenn man, gut, die MFC hat eine Licht- und Soundeinheit mit drin, aber wie klein das mittlerweile alles geworden ist. Ne? Die MFC ist ja 10 Jahre alt oder so. Merkt man ihr leider an. Gut, dann wird es wieder dann zerlegen. Jo, sieht wüst aus. MFC ist so gut wie raus. Die müssen nur abschrauben. Klebeband weg. Den muss ich noch ausbauen. Ja, ich wollte auf den Motor rausnehmen. Um, ja, keine Welle schon gelöst. Zu gucken, ob das hier alles passt. Ne? Hören Sie mal an. Und wenn das dann drin ist, muss ich ihn umdrehen. Dann machen wir nicht den Kasten ab, schrauben den auseinander, nehmen die Bedienanheit raus, nehmen den Servo raus. Wir müssen mal gucken, welche Kabel unten so zusammengebunden sind, weil hier sind ja die Kabel von den Frontleuchten unten zusammengebunden. Wobei, können wir erstmal lassen, bis wir die Kraftwerkanlage haben. Jo, ich gehe drauf. Ich muss doch die Alubodenplatte lösen, aber macht ja nichts, um da ranzukommen. Er ist draußen. Aber im Vergleich ist das schon kleiner. Vor allem wird der Unterflur montiert und wir haben mehr Platz. Naja. Wird das Getriebe mal mit dem Drogpuller 3 und das Zusatzding versuchen zu verkaufen. Da gibt es noch ein paar Euros, weil, was soll es denn rumliegen, ne? Ist ja nichts dran und kaum gelaufen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das mit der Halterung jetzt da reinkriegen, wie das aussieht. Naja, bei dem Motor lag jetzt noch ein fetter Einbauhinweis. Das bedeutet, wir müssen den Halter ein bisschen biegen, damit der Motor nach unten zeigt, eigentlich nur. Haben wir jetzt gemacht. Und es passt sogar mit der Kardanwelle, so wie es aussieht. Aber wir zimmern den jetzt noch nicht rein. Ich muss erstmal vom Fahrregler Stecker antüddeln. Für den hier. Nein, für den Motor. Hier, Motor ist drin. Riesenloch in der Mitte. Ja, ich schon extrem kompakt. Ich hatte den jetzt mal abgemacht, weil der hing auf 7:30. Ich denke mal, ich werde ihn dann, da wir jetzt den riesen Lücken haben, wahrscheinlich eher hier irgendwie an der Seite anbringen oder was auch immer, damit der nicht hier an der Seite im Spritzbereich der vorderen Reifen ist. Gucken. Irgendwie sowas. Ja, bei dem Fahrregler, was ganz cool ist, noch ein Anschluss hier dran. Hier sieht man den kleinen für eine Zusatz-Irgendwas. Wahrscheinlich für die Module. Aber da wir einen Stecker eh anlöten müssen für den Akku, werde ich dort die Pluskabel hier von dem kleinen Regler mit anlöten. Stecker muss ich überlegen. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, ich muss gucken, welchen Lipo es habe.
und T-Anschluss oder ein XT60 da dran mache. Da wir ja jetzt Lipos und so nutzen, kommt da kein Tamiya-Stecker mehr dran. Für den Motor, Hülsen sind dran. Leider passt Katabell doch nicht. Ich vorhin länger schon, aber die Aufnahme hier in der Mitte ist zu klein. Die ist viel, viel, viel größer. Vom Durchmesser gleich, aber wie gesagt, die Mitte ist größer. Muss ich mal überlegen, was ich da mache. Ob eine andere Kanavelle oder vielleicht einen Adapter basteln oder ich weiß nicht. Das muss auch haltbar sein, weil da ja viel Kraft drauf ist. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was ich da tüdel. Okay, wie sieht es jetzt aus? Ich habe die Fahrregler jetzt hier hingeklebt. Da soll es ja auch bleiben. Hier gehen die Kabel zum Motor. Das ist gut. Das hier. Das ist noch nicht final. Ich will nur gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich habe die beiden Servoleitungen von den Regler. Wir haben einmal einen normalen Fahrregler. Dann brauchen wir nochmal einen Kanal. Da können wir einen Schalter machen für vorwärts, rückwärts wegen dem Tempomat. Lenkservo eben rein. Hebeeinheit ist drin. Ich hoffe, dass das hinhaut mit den Kanälen so. Palava-Lampen und mit den Händen. Das ist nur provisorisch. Hier ist mein XT60-Stecker angelötet. Da sind beide, auch der hier mit dran. Der kommt aber nachher wieder hoch hier drunter. Der weg ist. Das ist jetzt nur, um das hier zu testen. Der bleibt jetzt hier. Der darf nicht direkt hier in der Nähe sein, deswegen wird der wohl höchstwahrscheinlich irgendwie hier hinkommen. So, dann haben wir rechts den Fahrregler, links den Empfänger. Dann können wir das Soundmodul eigentlich hier vorne montieren. Also hier eine Front, das Soundmodul, das Lichtmodul hier drin. Oder andersrum, je nachdem, was von der Größe besser passt. Und so hätten wir eigentlich von den Kabeln, lieber ein Lichtmodul hier, weil dann sind generell Kabel hier rein, nur ist hier keine mehr. Da wäre alles soweit verlegt. Ich muss jetzt hier den Kasten dann nachher noch abbauen und gucken wegen der die Einheit raus und dann sind wir ja einmal gucken, ob das funktioniert. Und dann sind wir erstmal so weit durch, bis ich die Lichteinheit und die Soundeinheit habe und eine Lösung gefunden habe für die Kanalwelle. So, ich habe mal hier meinen kleinen Lipo geladen. Das sind 3S. 850 mAh, den habe ich ja mal zum Testen geholt. Ich habe nur noch so einen riesengroßen Kasten Hardcase. Ich denke mal, ich werde ein Lipo ein bisschen größer, aber im Hardcase holen, so einen Shorty und den dann hier in die Mitte reinsetzen. Wie gesagt, kann man ja dann da irgendwie in die Mitte reinsetzen. Das sollte ja reichen. Ja, auf jeden Fall blinkt hier alles. Ich habe alles angestöpselt und es funktioniert. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber es funktioniert auf Anhieb alles. Das ist cool. Wir haben die Lenkung. Geht ohne Probleme. Schon mal was. Hebeeinheit. Läuft jetzt alles auf 12 Volt, also 11,8 Volt sind es ja. Ja. Palava-Lampen gingen. Oder die mögen keine 12 Volt. Als vorhin, ich habe mit dem Shorty, den NIM-Akku getestet, das ist so der Adapter dran, und da ging die Palava-Lampen. Ey, sag nicht, die kann nicht mit 12 Volt umgehen. Das wäre traurig. Die hinten geht natürlich ohne Probleme. Naja, egal. Weiter geht's. Der Antrieb, ich habe den ersten Taster dahin gesetzt, dass der für Vorwärts-Rückwärtsgang einstellen ist. Wir in dem Sinne den Hebel benutzen wir gar nicht mehr nach unten. Sondern jetzt haben wir auch gleich die Schaltstufe. Ja. Nach hinten jetzt abbrennen. Man kann jetzt natürlich auch hier ein bisschen Gas geben. Wenn man loslässt, dann bleibt er da. Das ist ja die Automatik.
Ne? So. Jetzt machen wir den Schalter. Da ist Rückwärtsgang drin und wir hören, er schaltet nicht mehr. Weiß rückwärts. Konnte ich auch tempomatmäßig mal. So ganz langsam. Schneller. Ne? Runter ist Tempomat. Runter ist nicht nur Bremsen, sondern auch Tempomat verringern. Jetzt schalten wir um. Gehen wir wieder Vollgas. Jetzt kann er natürlich mit dem Knüppel runter. Bisschen abbremsen. Aber er hält die Geschwindigkeit. So, ja. Funktioniert alles. Palaverlampen nicht. Kardanwelle muss ich gucken. Ich überlege, dass. Wo ist das hier? Ich überlege, das hier in der Mitte, das ist ja rund, aufzuschneiden auf 6 mm, weil mehr brauchen wir nicht. Dann müsste das auch funktionieren, dann brauche ich keine neue Kardanwelle. Ja, und dann kommt, denke ich mal, erst das Lichtmodul, damit ich die ganzen MFC-Sachen draußen habe und das funktioniert. Und dann das Soundmodul. Auch vielleicht bei gleichzeitig, wenn es von den Pinösen reicht. Aber mal gucken, je nachdem, wenn ich jetzt hier die Sachen verkaufe. Also das Getriebe mit den Vorsatzgetriebe und den Truck-Puller. Vielleicht kriege ich da noch gut Geld für ein paar Euros. Für die MFC soll dann ja auch verkauft werden. Vielleicht kriege ich da auch noch ein paar Euronen für. Und dann, also die Palaverlampen funktionieren, die brauche ich nicht neu zu holen. Genau mit 12 Volt. Die mögen es aber nicht, hier mit diesem Schalter für die Palaverlampe hinten an einen Kanal zu sein. Das mögen sie einfach nicht. Also, wie gesagt, ich habe hier Lipo dran, ne? 11,8 Volt und sie funktionieren. Aber wie gesagt, er mag es nicht. Da muss ich nochmal gucken. Aber das Kraftwerk-Lichtmodul hat ja Ausgänge für Spezialfunktionen und Beleuchtung. Vielleicht kann ich die Palaverlampe an Ausgang von der Kraftwerk anschließen und dann ja, hat sie das erledigt. Deswegen bauen wir das erstmal so rum. Dann habe ich die Kardanwelle bearbeitet und es funktioniert. Also aufgebohrt. Da ist noch der Bohrer. Ja, wie machen wir es am besten? Ja, blöd ist dadurch, dass sie versetzt sind, die Anschlüsse von hinteren Achsen, wenn die anhebt, dann schlagen und eiern die so, weil die so ne? Deswegen ist jetzt anheben hinten nicht ganz so gut. Nochmal kurz, um zu zeigen, dass es wirklich funktioniert. Heben wir den einfach so an. Ne? Vorwärts. Das ist Tempomat, ne? Mit Gänge. Abbremsen, schalten, rückwärts, abbremsen. Anderer Gang, vorwärts. Das funktioniert. Des Weiteren ist endlich der Servo verbaut für die Anhängerkupplung. Ist hier drin. Auch angeklemmt. Ich habe die über den Taster gemacht, weil ich mir gedacht habe, hier, wenn man die Fernbedienung hält, dann kann man ja, während man ranfährt, den Taster drücken. Weil die Taster sind so ein bisschen schwierig. Leider haben wir wir haben zwei Taster hinten. Die kann man sonst für kaum was gebrauchen. Weil Beleuchtung geht ja aus, wenn du Taster loslässt. Haben wir die hier noch. Da geht es auch aus, wenn die in die Mitte gehen. Aber hier könnte man zur Not die Feder rausnehmen, dann hätte man Schalter. Drei-Wege-Schalter sogar. Ja, ich zeig dir mal eben hinten an der Anhängerkupplung. So, hier ist der Schweinehaken. Man sieht, der ist ja zu. Da drücke ich meinen Taster auf. Ja, ich denke mal im nächsten Video, wenn das funktioniert hat mit der Kardanwelle, dann gibt es mal so eine kurze Fahrt. Ich werde ja jetzt auch die ganzen Kabel vernünftig verlegen, für, mit dem Servo, hier den Empfänger, alles jetzt mal vernünftig anbauen und ankleben, damit das Fahrhaus hier geschlossen werden kann. Und dann sehen wir im nächsten Video, denke ich mal, wie das Ding fährt und wie wir dann die restlichen Sachen so nach und nach einbauen. Also im nächsten Video zum Arox. Ich denke mal, im nächsten Video, was kommt, wird Bau des Anhängers sein, weil ich muss ja warten, bis ich die anderen Sachen kriege.